Hallo, herzlich willkommen aus dem 40. Heute muss ich mal unsere Schublade neu bauen. Na, eigentlich ist es nicht die Schublade, es ist so ein Besteckeinsatz in der Schublade. Der ist auseinandergefallen. Ich habe schon mal einen gebaut. Das musste schnell gehen und demzufolge hat er jetzt nicht so lange gehalten. Heute tun wir es besser. Und ich gehe davon aus, so wie ich mir das überlegt habe, eigentlich ist es nicht kompliziert. Ich werde es aber so richtig kompliziert machen. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit ich schleifen kann, damit ich sägen kann, damit ich bohren kann, damit ich fräsen kann, damit ich kleben kann. Ein bisschen abmessen tun wir auch noch. Und am Ende wird noch irgendwas zusammengeschraubt. Und wenn alles funktioniert, kommt am Ende ein kleiner rechteckiger Kasten raus mit richtig viel Aufwand. Also, gehen wir's an. Hier innen drinnen fliegt alles umeinander. Na, das ist jetzt kein Zustand. Wir hatten da schon so ein kleines Fach selber reingebaut. Ja, das war so ein bisschen halbherzig gebaut. Das ist auch auseinandergefallen. Und ja, jetzt geht's darum, was bauen wir, wie bauen wir's. So, jetzt erklär's mal, wie du's willst. Also ich würde halt... Das hier ist der Schnapper quasi, mit dem wir die Schublade hier einrasten. Das heißt, man hört man es. Ja, und das ist bombenfest, das ist noch nie aufgegangen, weil der Pfad schaut jetzt vielleicht nicht sonderlich schön aus, aber hier musste ich ein bisschen Abstand reinbauen, sonst hätte es nicht funktioniert. Wir wollen hier ungefähr wieder rauskommen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Maß von, ja, boah, komm, Pi mal Daumen 20, das sieht gut aus. Und von der Länge, da habe ich noch das alte Holz. Das alte, das passt rein. Nur von der Höhe müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Das war immer ein Problem, weil das ist hier drüber geschnackelt und irgendwie ist es hängen geblieben. Das ist alles nicht so rund gewesen. Also 20 breit und das Ganze wird dann wieder demzufolge 47 lang. Das schauen wir uns auch nochmal schnell an. Von der Höhe. Und zwar, ich glaube, Höhe könnte, ach ja, die Hälfte reicht ungefähr, hier ist ein gutes Maß. Das sind ziemlich genau 3 cm, das heißt, das Ganze machen wir dann bei 3 cm sägen wir hier ab, sodass wir 2 Streifen haben. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch überhaupt ein zweites Holz haben und überhaupt genug Holz haben, weil zwischendrin müssen dann auch noch 2 Abteile gebaut werden. Aber das ist einfach, wir gehen jetzt mal in die Garage, kommt mal mit. Nee. Das sieht doch gut aus. Das, bei den Holzpreisen wirft man nichts weg. Schauen wir mal, ob das so eine Länge hat. Reicht locker. Jetzt schauen wir mal auf die Höhe. Fast hat man gesagt 3 cm, ob das aus sich ausgeht. Aber auf den Punkt 3 cm, das ist unser Holz. Ich habe mir abgewöhnt, genau zu sein. Weil am Ende irgendwie kriegt man es immer passend. Bei allem Anspruch, dass es schön sein soll, es ist selber gemacht. Es ist sehr individuell. Nummer 1 haben wir. Was wir jetzt erstmal machen müssen, hier Schrauben rausdrehen, sonst zwickt es nämlich ein bisschen. Das habe ich vergessen. Das sieht jetzt schon schief aus. So. Dann, als nächstes, machen wir mal die Stichsäge fertig. So, jetzt müssen wir das noch auf die gleiche Größe bringen. So. Den Rest regelt die Schleifmaschine dann. Das heißt, als erstes müssen wir dieses Ding kopieren quasi. Wie machen wir das? Ich überlege gerade, aber das muss ja auch nur 3 cm sein.
So, nächstes Teil ist fertig. Halten wir es mal an, nur mal so, um zu gucken, ob alles halbwegs passt von der Höhe. Hier sind ein bisschen zu hoch, aber das macht nichts. Das schleifen wir weg. Hier ist ein bisschen zu niedrig. Es geht ja hauptsächlich darum, dass man in der Schublade so ein paar Dinge reinlegen kann, ohne dass die umeinander fliegen. Am Ende soll es so ausschauen, dass wir hier vorne ein vielleicht größeres Fach haben, danach nochmal ein kleineres Fach und hier hinten ein großes, wo man dann auch mal so ein bisschen größeres, sperrigeres nochmal reintun kann. So, wie funktioniert denn das jetzt? So geht das. Hier haben wir jetzt eine kleine Nut gefräst und mit der Nut kommt dann das hier rein und das kleben wir dann hier vermutlich einfach fest mit Holzleim und damit bauen wir dann unseren Kasten. So. Oh, abgerutscht, verdammt. Nochmal. Und ging nicht, gell? Ah, das reicht nicht. Ich muss weiter vor. Ich muss weiter hier vorne, dann kann das funktionieren mit der Zwiebel. Könnte der Platz reichen? Probieren wir es. Hier unten verrutscht. Warum? Ich bin hängen geblieben an dem Teil. Macht nichts, probieren wir jetzt nochmal, dass wir das korrigieren und ich einhändig fräse. Wir sind ja Profis. Naja. Das ist das Ergebnis. Und jetzt probieren wir erstmal, ob das überhaupt hier reinpasst. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Rein das Ganze, runterdrücken, rüberschieben. Boah, auf den Millimeter genau passt das. Das heißt, jetzt müssen wir es dann, hier ist ein bisschen schief, aber das kann auch in der gesamten Schublade liegen. Nee, passt. Und mit ein bisschen Glück, mal gucken, ob es auf Anhieb funktioniert oder ob wir ein bisschen nacharbeiten müssen. Das soll hier reinschiebbar sein, perfekt. Weil dann haben wir hier, wenn wir es brauchen, noch ein zweites Fach, was man dann ganz einfach rausnehmen kann. Fertig.